Heiter geht's weiter mit unserer munteren Reise durch Malibu. Wir sind hier, um Miaoyate zu stellen, währenddessen mit Erish's Haus munter weitergesetzt. Von einer Wurstverkäuferin. Erik, wie fühlt es sich an, wenn der Gehilfe dich unter Kontrolle hat? Und dein Leben? Verdammt, echt nicht gut. Wir kümmern uns lieber hier um die Probleme von Malibu, ne? Bevor wir uns deinen widmen. Ach, welche Probleme? Die Probleme sitzen gerade fest im Uhrenturm eingesperrt. Da wird schon nichts passieren, oder? Stimmt. Ich werde deines Spiels langsam überdrüssig. Mir geht die Geduld aus. Dir allerdings die Constables. Selbst wenn du überlebst, wirst du mir nicht folgen können. Und tschüss. Hä? Wie? Haut ab! Erst einmal das Buch Ausgang lesen, oder? ist auch wichtig, Erish. Dieser Band trägt den Titel Das goldene Zeitalter. Das goldene Zeitalter ist doch angebrochen, als Vili das erstmal die Welt hier betreten hat. Die Wiedergeburt hatte aber nicht nur Einfluss auf die Wissenschaft. Das Königreich selbst sollte sich verändern. Und diese Veränderung nahm mit Königin Ellen ihren Anfang. Erish, meinst du, es gab echt in Großbritannien eine Königin Ellen? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Aber die Lage spitzte sich zu, als ein beliebter Drucker im Gefängnis landete, weil er Kritik an die Regierung geäußert hatte. Eine Revolte war zum Greifen nah. Was machen wir dagegen? Ich weiß, ich konnte gerade kein von euch zuhören. Ihr habt weit durcheinander geredet. Das hat mich überfordert, die Situation. Das ist erst wie damit zu Ende reden, dann bist du dran. Königin Ellen ließ ihn jedoch frei und bildete ein Parlament. Dadurch ging Königin Ellens Herrschaft als das goldene Zeitalter in die Geschichte. Ich meine, Großbritannien hatte auch ihren goldenen Zeitalter. So, schnappen wir uns den Qualenschrecker. Was wolltest du erzählen? Ich wollte fragen, was wir machen gegen den Untoten im Turm. Ach. Den töten wir halt wieder, ist er wieder tot. Du meinst wie damals, als wir ihn zum ersten Mal gesehen haben. Wie das so gekommen ist. Wir hatten... Ach ja, stimmt! Wir waren ja schon mal hier. Hatte ich voll vergessen. Komm, wir gehen jetzt zu Victor. Folgt mir, ich hab ihn in der Freundesliste. Ach so. Wer noch? Jesse, warum bin ich hier? Ich glaube, er hat mich entfernt. Oder ist offline gegangen. Wir sind hier jetzt bei dem Boss. Verdammter Victor. Er wollte ja nicht helfen. Echt, weil er ist immer offline gegangen. Seitdem kam er nie wieder online, Erish. Kein Wunder. Hast du gerade lautstark gegähnt? Langweilig, ich auch nicht. Ich habe ihn schon mal gemacht, ich will was Neues haben. Na, okay. Wir hatten das Camp gegen den, oder? Sollen wir uns Amanda vorknöpfen, wäre dir das lieber? Eigentlich schon. Das macht mich immer noch wütend, wenn ich mir so denke, dass diese Frau in meinem Haus rumsteht und einfach als Wurstverkäuferin sich tarnt. Jemand ist eine Wurstverkäuferin. Das ist keine Tarnung. Sie präsentiert eine ungerechtfertigte. Eine was? Eine ungerechtfertigte. Okay, ich wollte schon sagen, du seist doch jetzt nicht eine Ungelernte. Die Frau, die hat ihr Handwerk wirklich drauf. Die ist gelernt. Ich meine, ich habe mir gerade zwischen den Folgen ein Mortadella-Brot reingezogen. Musste mal sein. Von ihr? War gut. Ja, Erish, hast du doch mitbekommen. Vor ein paar Folgen habe ich doch bei ihr Mortadella-Wurst gekauft. War das Menschenfleisch? Ach, das bisschen Kannibalismus merkt doch keiner. Okay. ich würde einfach mal angreifen gehen, ne? Ja, mach ich auch. Perfekt. Für den Fall der Fälle, dass wir beide zu schwach sind, ich habe Wilhelm auf der Hand, ne? Nee, für den Schrecker glaube ich nicht. Aber für den Gehilfen wahrscheinlich. Doch, der sollte stehen. Ah, es wird knapp. Er geht nur einen Frosch ab. Aber ein, was? Ja, trotzdem reicht es nicht. Shit, was du, der hat 6 Leben gehabt. Ja, okay. Es ist ja gut, Erik. Oh, das könnte auch nicht reichen. Was heißt sowas von nicht? Wilhelm! Wir können zurücklehnen. Unsere Arbeit ist getan. Wilhelm macht es schon. Unsere Arbeit ist wirklich getan. Herr Erik. Ja, noch nicht ganz. Was machst du
noch einen Strahl auf den Gehilfen? Täuschen. Auf den Gehilfen? Ja. Gut so. Der andere kommt, der andere stirbt sowieso direkt im nächsten Angriff. Ich meine, dieser eine Frosch, der hat mich jetzt so viel Energie gekostet, da kann ich jetzt einfach nicht mehr kämpfen. Das muss Wilhelm übernehmen. Ey, Du meinst, kämpfen. So ist eben geschwächt, noch mehr. Erst du meintest ja, aber Wilhelm, also Gehilfen allgemein haben nicht so einen Nutzen, richtig. Ey, guck mal, das ist doch perfekt so. Er kämpft für uns weiter. Er macht das, klar. Wir könnten jetzt auch, sehe ich nicht ein. Der Mann macht das schon. Angreifen. Aber warum? Warum selber die Finger schmutzig machen, wenn jemand anders hier beide Gegner tötet? Wilhelm machen könnte. Auch wieder wahr. Guck den Mann an, der ist ein Held. Ein Mann, ein Held, sag ich ja immer. So wieder geschafft. Das könnte ich machen, nicht kann das sein. Los, Wilhelm! Woo! Du machst das, los, Wilhelm, wir vertrauen dir. Du triffst auch. Oh, siehst du? Zwei gut gezielte Treffer und das war's ja. Wilhelm hat mal kurz durchgefegt. Wilhelm, du bist einfach ein Held. Erisch. Ich habe. Meriatis entkommen. Ja. Verdammt. Ja, wie eigentlich? Hier ist ein Fahrstuhl vielleicht? Bestimmt. Wie denn sonst? Aber während wir einen Qualenschrecker bekämpft haben, hat er sich einfach rausgestohlen. Aber da kann man nicht hoch. Das ist Kreuz. Der Fahrstuhl ist der Effekt. Ja, nicht für Bösewichte. Und er hatte Melissa dabei. Melissa kann sich doch teleportieren. Außerdem glaube ich eigentlich, dass dass Miriati jetzt hier in der Truhe steckt. Schon wieder raus kann das sein. Ja, klar. Aber das Truhe gesehen, oder? Genau. Ja. Da steckt er eigentlich drin. Da kommen wir gerade nicht ran. Da haben wir leider keinen Schlüssel für. Meinst du? Müssen wir mal fragen bei der Polizei, ob die einen haben. Voll, das war alles die Quest von Ness. Er hat hier immer noch sein Fragezeichen im Kopf. Oh Mann, ey. Das war von Watson theoretisch, ne? Also jetzt müssen wir zu Watson. Ja. Und das war tatsächlich schon das Newgate-Gefängnis. Das geht so schnell. Echt ein kurzes Gebiet, finde ich. Vor allem, angenommen, wir hätten nur die Hauptquest gemacht, wir wären einmal durchgerannt, das wär's. Ja, das zwei wär Bosskämpfe, kein anderer Kampf war das. Bist du dir sicher, dass du Miariati mit Malister gesehen hast? Donnerwetter, du hast den Kopf hinter der O'Leary-Gang gefunden. Oh ja, Miariati ist der Chef. Hallo. Hallo. Ich bin der Chef hier, Bernd. Bernd Stromberg. Miariati zu finden wird viel Zeit und Mühe kosten. Doch all unsere Detektive sind derzeit mit anderen Fällen beschäftigt. Kannst du vielleicht helfen? Klar, wir sind für dich da, Watson. Jacques der Kratzer wütet in Knights Court. Oh mein Gott, Jacques der Kratzer! Die Bürger. Du solltest dort mit Sergeant Steak sprechen und deine Hilfe anbieten. Erisch. Jacques ist so eine Legende. Der Mann terrorisiert das Volk einfach. Was ist daran legendär? Er ist Jacques der Kratzer. Der ist so ein cooler Bösewicht, ich mag ihn. Warte mal, da war irgendwas was für mich zum Aufnehmen. Die Steinquader, die hole ich mir. Du willst ja alle nicht haben, das ist meine Bezahlung. Ja. So, Erich, ich würde mal sagen, den guten alten Steak, das gut gebratene T-Bone-Steak, ignorieren wir mal. Nein, ich sag ein Steak, keine Sorge. Ich bin niemand, der Steak zu Steak sagt. Und geh zu Amy Brooks, was meinst du? Oder fragen Jason, was abgeht. Noch besser. Hey Jason. Was geht ab? Jason rennt. Nee, Jason bleibt hier. Weißt du, Nick, ich glaube, das ist das erste Mal, dass du irgendjemanden mit einer nicht seltsamen Nachricht ansprichst. Findest du es nicht seltsam, wenn ich was geht abschreibe? Ich bin mal hip. Ja. Ich bin hip-erisch. Also, für dich schon, aber für andere Leute eigentlich nicht. Nick, steck hier fest. Erisch, wer hat sich da verkeilt? Ja, ich bin nicht verkeilt, ich kann nach hinten raus. Wollt ihr auch da rein? Noch nicht, oder? Nö. Nee, noch nicht. Wir wollten nur reden. Ich schau mal, wir sind auf der Durchreise, damit es seltsam wirkt. Als hätten wir so eine noble Mission. Was geht denn hier ab? Wer ist Hermine? Sie ist der Held von allen.
Siehst du das nicht? Ja, das ist ich sehe es. Ich bin Jason sympathisch. Erster Anfreunden. Der ist nett, ja. Er ist nett. Der gute okay, alte Jason. Ich würde sagen, holen wir uns das erste Kätzchen. Ah, okay, auch wieder wahr. Ich wollte gerade sagen, jetzt fragen, ob wir unsere Reise fortsetzen. Pass auf, was ich jetzt schreibe! Gott, ey. Ich will mich mal wieder fremd schämen. Warte mal, geht's hier hinten gar nicht weiter? Da fehlt jetzt weiter. Nee, wir müssen einfach außen rum. Hä? Ey, schon, wir sind im neuen Gebiet Nightscourt. Mhm. Oh, Hilfe. Da kann man nicht durch. Also, nee, ich hab gerade nur irgendwie die Planke verfehlt, zweimal nacheinander. War ein bisschen dumm. Ey, er hat mich nicht gelöscht nach Yasi Hasi. Das ist ja nett. Kommt noch, mach dir keine Sorgen. Hey. Und hier haben wir das Kätzchen. Nightscourt sieht übrigens sehr ähnlich aus wie Shelterscourt. Ich meine, es sind die Kurz, ne? Ganz klar. Irgendein Verwandter von mir hieß auch mal Kurta, der war schon lange tot, bevor ich geboren wurde. Und wahrscheinlich hieß er auch nicht Kurt mit C-U, mit C-O, sondern mit K-U-R-T. Richtig. So, ich würde mal sagen, gehen wir direkt zu Amy Brooks, ne? Wenn es hier schon so steht. Also, weißt du, was ich auch schön finde, dass der Teleporter einfach Amy Brooks heißt und nicht irgendwie irgendein Gebäude, was da steht. Man nennt ja jetzt einen Uhrenturm. Aber nein, Amy Brooks ist wichtig. Die alte wohnt da ja drin. Was ist ihr Turm? Ja, wohnt da. Das wird sie uns auch gleich sagen. Das ist aber nobel. Vor allem, Erich, das ist unser letztes Gebiet hier in Malibu. Und danach kommen nur noch Dungeons. Stimmt. Oh Mann, Erich, es fühlt sich schon fast, als würden wir uns im Staffelende nähern. Hey, Amy. Ich habe Catherine meinen neuen Frühlingshut geliehen. Kommt da noch Morgen einiges. Aber für den Polizeiball. Das stimmt. Ich bin nicht gern auf diesen unsicheren Straßen unterwegs. Würdest du den Hut vielleicht für mich holen? Okay, auf zu Catherine. So heißt mein Lieblingscharakter bei Vampire Diaries. Kennst du nicht, oder? Nein. An alle, die Vampire Diaries kennen, was haltet ihr von Catherine? Das ist doch eine verdammte Legende. Oh, ich liebe diese Frau so sehr, die ist super. Du hast einfach alles. Aber nicht, weil du ein braves Kind warst, das das Glück deshalb verdient, sondern weil du es mir geraubt hast. Ich hab dir das Glück geraubt? Du hast meinen Bruder getötet. Ich geb's zu, das war nicht nett. Was macht sie denn? Naja, die ist ein bösartiges Mischstück. Ich habe nichts. Aber ich werde das ändern. Du trittst zu, auch wenn ich am Boden liege. Ist dir voll bis ans Ende, Catherine. Dein Ende. Okay. Das sind Charaktere, die ich mag. Ja, sie wollte ihren Hut möglichst schnell zurück. Ich bringe es nicht übers Herz, ihr zu sagen, dass er vom Wind fortgeweht wurde. Nein, der Hut wurde vom Winde verweht. Ich wollte ihn einfangen, aber ein Kratzer hat ihn sich geschnappt. Das war's dann mit dem Hut. Diese Katzen finden es lustig, gegen die Mode zu rebellieren. Ich habe bei Hugh Warner einen neuen bestellt, traue mich aber wegen all der Katzen nicht dorthin zu gehen. Könntest du ihn für mich holen? Erich, das ist ein wichtiges Hutdrama, was wir hier haben. Bin ich ehrlich. Das müssen wir klären. Wieso hat eigentlich Hunde Angst vor Katzen? Aber Nick, was ist eigentlich hier passiert? Ich meine, Katzen können kratzen. Nick, was ist hier passiert hinter Catherine? Ach, Amanda habe ich hier neulich gesichtet, wie sie sich... Sie hat mir gesagt, sie sucht sich Wurst raus. Die ist hier in Malibu unterwegs. Oh. Dann ist sie ja vielleicht mal nicht zu Hause. Ja, vielleicht sind hier ein paar Schweinchen für sie oder so, warum immer sie ihre Wurst herstellen. Gut. Ich möchte jetzt ja nicht anmaßen, dass sie es aus Menschen und Hunden macht, aber... Nick. Erich! Erich! Das nehme ich jetzt, Nick. Wir haben noch was zu tun mit Hugh. Die Hüte sind dir wichtiger, meinst du? Ja, die sind schon angefahren. Wollen ja auch das Tierum beibehalten hier, ne? Abigail kann warten, diese Flammen. Aber danach machen wir umgehend Abigail. Erich. Okay. Ja.
Der Frühlingshut, den Catherine bestellt hat? Der, der genauso aussieht wie der, den ich für Amy Brooks bestellt hatte? Mal sehen, wo er ist. Ja, komm her, Hugh. Hier ist eine Nachricht vom Postamt. Er ist da, aber ich traue mich nicht raus, ihn abzuholen. Ja, vielleicht magst du ihn holen und auch gleich zu dir bringen. Warum traut sich Hugh denn nicht raus? Der Regent Square ist doch eine sichere Gegend. Hat der Angst? Der hat Angst vor Dunkelheit, ich sag's dir. Siehst du, holen ihn von Andrew. Ich glaube, er hat Angst vor Abigail. Kann ich euch bestens verstehen. Abigail, ey. Siehst, wir holen auch bei Andrew ab, denn Floyds Postamt wurde ja geschlossen, wie wir wissen. Ich weiß nicht warum. Es ging wahrscheinlich bankrott. Ich kann mir nicht vorstellen, woran das lag, Erich. Wenn er jetzt mal wieder auftauchen würde, Floyd. Du suchst ein Paket für Hugh Warner? Das ist hier, aber ich darf es nur dem Empfänger aushändigen. Ach, ernsthaft? Ein Hut für Amy Brooks? Nun, wenn du ihn direkt zu ihr bringst, gebe ich ihn dir. Ich werde mich doch nicht zwischen eine Dame und die Mode stellen. Das ist nicht die richtige Einstellung. Und Erasch, ich habe einen leichten Rückhalt bei dir. Kann es sein, dass du Wizard recht locker dir eingestellt hast? Überhaupt nicht, nein. Ich höre es selber kaum. Krass. Ich habe zumindest gehört. Der ist mir ein bisschen leiser. So, ich hätte bei Amy markieren sollen. Jetzt habe ich einen weiten Weg. Naja, Erisch. Markiert. Ha. Ernsthaft? Ja. Oh, Erisch! Geh's hin. Aber bei Amy oder bei Catherine? Ich weiß es nicht. Ja, ist bei ja Catherine. Egal. Naja, gut. Knight's gut. Sparen wir uns den Weg. Stark mitgedacht, Erisch. Danke. Erisch? Nur deine eine Haus. Zum ersten Mal in diesen 4 Staffeln bin ich stolz auf dich. Zum ersten Mal, das ist traurig. Ich hab dir jetzt mal was Nettes gesagt, Erich. Zieh's als Kompliment. Aber das waren auch schon über 100 Folgen. Über 100 Folgen. Das reicht erst für die nächsten 100 Folgen. Hey, Amy, hier ist dein Hut. Der Hut, den ich ihr geliehen habe, sieht großartig aus. Sie hat wirklich gut darauf aufgepasst. Du bist es. Wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, er ist brandneu. Ja, ich sah Amy. Amy, tut mir leid, ich muss ablehnen. Wir haben eine wichtige Mission. Erich! Dass ich sie von Catherine geborgt hatte. Abigail. Das Modedrama wird mal anders geklärt, aber erstmal zu Amy. Warte mal, Erich? Nick. Erich. Hast du das auch? Nee. Doch, er hat dann. Du hast halt keinen Sinn für die gute Musik. Warte mal. Sagt Erik, du hast halt der Schlagerhörer. Ja, das ist dort der Kaiser, den erkenne ich doch. Erich spielt irgendwo, manchmal würde ich schon gern mit dir. Erich, da gehe ich, glaube ich, weg. Super. Da bin ich raus. Ich gehe zurück zu Abby. Das ist auch nicht ganz okay, ich folge dir. Es wird immer laut. Manchmal möchte Erich. Nick! Oh, das ist eben ein Beherzenschlag auf den Kopf. Doch nein. Oh, heute ist wohl mal wieder einer dieser Tage. Das war das letzte Mal, als ich mit Belladonna noch zusammen war. Amanda! Amanda! Was hast du vor? Du hast die Zutaten meiner Wurst erraten. Da verbleibt mir nur eine Option: dich zur Wurst zu verarbeiten. Oh, shit.